Hallo und wieder herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Mit dem Onkel in der Walachei. Yo, 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 Irgendwo, wir yo. wissen nicht, wo er ist. Und ich bin am Haus und immer noch mit dem hängenden Felsen in der Luft. Hanging face in the Luft. Kann sogar drauf springen. Ja, aber am Anfang, ersten Part hast du 7 Days to Die am besten gesagt, muss ich sagen. Wie jetzt? Ja, das ist am besten gesagt. Das musste ich mir auch wieder angucken, was so lustig geklappt hat. Lustig, sondern einfach cool. Wie schon gesagt, 7 Days to Die. Ja, irgendwie Meinst du so ganz das? komisch. Ja, irgendwie so ganz komisch. Das kriegt mir, glaube ich, kein zweites Mal hin. Ja, das war halt so im Affekt, ne? Regisch. Ja, und ich bin immer noch Onkel ist am am Looten, Laufen. am Federn suchen. Ja, genau, weil wir brauchen Federn. Pfeile. Nee, Federn. Ja, für Pfeile. Ja. Für Pfeile. Pfeile. Für Pfeile brauchen vier Federn. Für Pfeile mit Vogel F. Nee. Nicht Vogelpfau? Nein, Vogel F. Du weißt doch, Aha. die heutige Rechtschreibung in YouTube ist doch, man schreibt alles generell falsch. Aha. Weißt du doch. Aha. Ja, ich habe schon Leute gesehen, die haben Du mit H geschrieben, also. Aha. Aber, naja. Aha. 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 Das heißt so viel heißen wie mir egal. Leck mich doch Mir am doch Arsch. egal. Genau. Mir doch egal. Nach Sind dem trotz, Motto, sind leck trotzdem, mich sind doch, trotzdem bestimmt interessiert viel mich Liebe nicht. dabei. Genau. Es steckt viel Liebe dabei. Nein, da sind hundertprozentig auch viel Liebe dabei, die eben nicht schreiben können. Deswegen ist es mir hier scheißegal. Du Fenster. Jetzt. Nur Teil. Ich guck mal ins Inventar, weil ich glaube, ich kann wieder Pfeile basteln. Wie kann man denn? 125. Ich hab 1000 kleine Steine. Nein. Kann ich damit irgendwas anfangen? 1000 kleine Steine. Nee, weil aus Eisen kann man die nicht Das ist schön, dass machen. du Steine hast, Ne? weil da kann man dann, da kann man dann mal, da kann man dann mal Pfeile machen. Sieht so bei mir aus? Ich habe Stahl, Steine, Pfeile, Holz, Reparatur, Kohle. Scheiße. Ich brauche Pfeile. Da. Ich hab Und doch zwar welche. fehlen mir noch Federn. Ich habe nämlich auch 1000 kleine Steine. Wir sind 1000 kleine kleine Steine. Steine. Könnte ein Lied werden. Ja. Deswegen wusste ich ja jetzt schon, Kicher, wo du das gesagt hast, mit 1000 kleinen Steinen. 1000 kleine Steine. Ey, hör auf, sonst macht das doch irgendein Schlagersänger Lagen und nachher kommt das hier noch. im Wald. Kam ein kleiner Crazy und hat sie in die Ecke geknallt. Ja. Oh Mann, Holzklingel, noch ein Klingel, eisenverstärkter Knüppel und ein Holzbogen. Was ist denn ein Böschen? Nein, Bogen. Böschen. Ja, mit J. Da stinkt nach Gagge so ein Böschen. Warum blute ich denn jetzt schon wieder? Hier ist ja überhaupt nichts. Na, wegen der Dings da. Ich hab den noch nicht mal angeguckt. Ich hab vielleicht dran gedacht. An die Dinger da. Aber ich hab sie nicht angefasst. Am Papier. Bruchsand. Und da haben wir Müll. Und da gab es ein Rohr. Yeah, ich hab ein Riesenrohr. Und hier ist wieder ein Nest. Riesenrohr. Was ist mit dir los? Jetzt ist meine Bam. Axt kaputt. Ja, ich will irgendwie Ich versuchen, mir brauch schon dieses wieder eine Steinaxt. wundervolle Laufgedings, Gedöns,
zu überbrücken. Mehr nur für Steinaxt. Euch. Nur für euch, liebe Freunde. Ach, ich hab ja Steinaxt, du Mann. Oh Gott, hat sich das beschissen angehört. Liebe Freunde. Das. In einem etwas anderen Film hätte das wieder anders, ne? Wisst schon. Was? Welchen Film? Na, andere Filme. Filme? Ab FSK 18. Ach so. Alter, ich dachte, es kommt wirklich mal was Sinnvolles. Ah, das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, jetzt gerade mal so einen Weg lang, hier endet der Weg und ist immer noch Wiese. Wiese. Ich bin gestorben. Warum? Weiß ich nicht. Ja, du musst kacken, gucken, wenn du blutest, dann kannst du auch, brauchst du eine Bandage. Junge. Ich bin einfach so gestorben. Ja, das passiert, wenn man nicht auf sein Hart achtet. So dunkel. Bin mitten am Hacken. Am Hacken? Hast du soweit vorbereitet, weil wir müssen uns langsam verpissen. Muss ich wieder meinen Rucksack holen. Ja, weit warst du ja nicht weg, oder? Nee, ich war in meinem Pilsen. Mein Rucksack ist weg. Ernsthaft? Entschuldige bitte, du bist wieder einfach bloß blind. Das ist der hier, der ist ganz woanders, wo ich eigentlich war, aber okay. Hallo, ich drück Dreieck, hallo, kriege ich mal meinen Rucksack wieder, dankeschön. Das heißt für uns auch das Problem. So, ich komme mal ein bisschen gerannt. Jetzt muss ich mich wieder umziehen. Bin wieder zu Hause. Ich bin nackig. Nackig. Juhu. Guten Tag. Okay, also ich mache jetzt uns mal oben eine Kiste auf jeden Fall hin. Trotzdem nackig. Wo ist denn jetzt? Ich verliere Energie, warum? Ich bin nackig. Ja, ich habe auch Energie verloren. Warum, weiß ich bis heute noch nicht. Und dann auf einmal war ich tot. Warum? Ich habe keinen blassen Schimmer. So, okay. Wir brauchen... Oh, das war falscher Knopf. Stoffstiefel. Lieber Crazy. So. Ich bin hier, aber ich bin auch am... Hallo, Rucksack? Dankeschön. So. Ja. Aber wir haben ja schon so einen Topf. Wir können ja schon die ganze Zeit was machen hier. Aber. Ja. Wir haben kein Wasser. Wir können also auch gar nichts machen. Nicht. Weil wir kein Wasser haben. Richtig. Wir verdursten. Die werden also. Warte mal, schlag dir mal hier was hin. Das kannst du dir mal aufsammeln und lesen. Kann ich lesen. Dann versuche es. Haben wir hier irgendwo in der Nähe Wasser? Hast du irgendwo Wasser gesehen? Hast du mir jetzt gegeben? Ich habe dir ein Buch gegeben, das musst du lesen. Wisst ihr, wie es aussieht, wäre ich noch schlauer. So. Jetzt gemacht. Ich? So. Bin hier oben. Lese. Das Rezept freigeschaltet. Maschinengewehr oder sowas. Irgendwas mit Maschinen. Hast du das immer doppelt oder wie machst du immer das? Immer zwei drin, ja. Warum soll ich beide lesen? Ne? Weiß ich nicht. Weil du dir das Gute raussuchst und ich krieg den Scheiß. Hä? Das sind beides dieselben, du Arsch. So, hier waren Klamotten, hier sind Knochen Was drin. Was hast du denn jetzt gemacht? Du bist gerade von oben heruntergeschwebt. Ich bin leider runter. Hier ist keine Leiter. Was ist eine Leiter, Junge? Da hast du letztes Mal schon gesucht, du. Hier ist keine Leiter. Doch, da ist die Leiter. Nein. Doch. Ja, da hinten, du kamst aber nicht da, wo du jetzt bist. Du bist da, wo du jetzt gerade stehst. Ja, hier, wo ich stehe. Da kamst du runter. Crazy.
Ja. Überleg dir was. Ja? Wir brauchen Wasser. Ich hab keins. Kann dich anpissen. Aber was brauchst du denn Wasser jetzt schon wieder? Dass wir trinken können, essen können. Wir haben nichts. Ach, Essen. Überbewertet. Ach, trinken, ja. Essen, aber Essen ist überbewertet. Ja. Ich hab mal wieder die falsche Taste gedrückt. Lagerfeuer. Ich hab hier Goldrutensamen. Kann ich bauen? Was bauen denn? Oh, wir haben ja doch noch eine Flasche Wasser. Ach, guck an. Wow. Ja, Pistolenteile, bringt dir das was? Nee, gerade gar nichts. Kamen die rein? Wo war denn das? Musst du mal suchen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gott. Ach. Warte mal, haben wir hier noch Patronen dafür? Nee. Nimm dir hier den Feuerbogen raus, links in der Kiste. Also hier neben Bett, rechts, rechts neben Bett. Was ist denn jetzt, rechts oder links? Rechts neben Bett. Ach guck mal, hier sind noch Pfeile. Mensch, sag doch was. Ich drücke aber die falsche Taste. Ich drück Dreieck und irgendwie erst 3 Sekunden später darf ich mal in die Kiste rein. Oh mein Gott. Holzbogen. Ach, schau, das ist alles hier drüben rein. Aber. Ist das das? Ja. Naja, wir müssen mit Kreis lädt man nach, oder wie? Ja. Ich hab nichts. Bei mir steht 0 von 9. Ja. Warte mal. Alles ach ganz so, ruhig. Da brauche ich dann noch hier so ein Pfeilkram. Pfeilkram, genau. Naja, ein Pfeil. So, also ich will noch. Warte mal, ich mach mal ganz kurz hier draußen noch. Und das denkst du jetzt reicht, die 3 Holzstäbe hier draußen? Ja, weiß ich nicht. Hat er nicht. Oh. Oh, warte mal, ich glaube, ich kann noch. Kann ich noch ein paar. Ich kann ja nichts bauen, das war ja mein Problem. Ich habe ja alles gebaut, was ich konnte an diesen Holzstacheln. Aber warte mal, ich habe hier spitzer Stamm. Was ist denn der spitze Stamm? Spitze Stamm ist ein spitze Stamm. Ja, das ist im Prinzip. 2017 crazy, da ist nicht mehr also, viel jetzt. Ich kann auch Holzstachel bauen. Wenn du möchtest. Ja, nur wenn du möchtest. Ich weiß nicht, was wir hier machen könnten. Wir könnten uns natürlich komplett einbarrikadieren hier. Sprich, dass wir vor die Tür auch noch ein paar Dinger hauen, dass die nicht sozusagen hier durchkommen. So, also ich gehe schon mal aufs Dach. Tu das. Und ich tue dir ein bisschen was in die Kiste rein, die ich hier oben aufs Dach gestellt habe. Bitte dann einfach zugreifen. Meinst du, die kommen da wirklich aufs Dach? Wortwörtlich? Das weiß ich nicht. Wie viele Feuerbogen hast du jetzt? Wie viele Bogen? Ich habe einen Bogen, aber keinen Pfeil. Ich werde vor der Tür werde ich auch so ein Ding hinpflanzen, ne? Also wenn ja, du rausgehst. Ich gehe nicht raus. Ne? Deswegen sage ich's. Nicht, dass du rausgehst und tot. Ne? Deswegen, also ist jetzt alles verbarrikadiert. So, meine lieben Freunde, da war das denn mal hier, so, das hier abgeben. Innen drin auch noch eins und an der anderen Tür natürlich auch. Geht das mal wieder nicht. Wie kommt man das drehen? So rum war das. Geht nicht. Da pflanze ich jetzt hier hin. So, bist du? Ich bin oben. Hoch. Bleh. Tut hier gerade ein bisschen was in die Kiste rein. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Kann ich da unten? Ne, da komme ich jetzt nicht mehr ran, ne? Nee. So. Bin jetzt echt
Hier ist Band, was da jetzt kommt. Hast du noch Medipacks drin? Bei dir im Inventar? Medipack. No, aber ich glaube, ich verbannt habe ich 5 Stück. Okay. Geht auch? Ja, ne? So, hier noch ein Blut. Was hältst du denn davon, wenn wir hier die Treppe hier, die Leiter, dicht machen? Mach, was du für nötig hältst. Wie spät haben wir es denn? Ich sehe gerade keine Zeit. Wir haben es 21.22 Uhr. Okay, dann geht's ja gleich los. Tun wir alles, was Schaden macht, unten rein. Holzschreibtisch. So, liebe Freunde, 21.30 Uhr, es geht gleich los. Wir wissen natürlich nicht. Weißer Lattenzaun. Wir wissen natürlich nicht, von welcher Seite. Da kommt nicht nur mal die Pistole als erstes in die Hand. Hast du mir jetzt Pfeil und Bogen? Achso, geh rein in die Kiste. Alles in der Kiste ist deine. Ja, ich komm nicht rein. Ach. Irgendwann darf ich mal rein. So, jetzt darfst du rein. Nimm dir einfach alles raus. Ja, aber das kann noch 3 Jahre dauern, bis ich mal rein darf. Jetzt. Ja, Achtung. Alles. Oh, Alter, das kriege ich alles gar nicht. Warte mal, ich tue mal den ganzen Müll, den ich jetzt nicht brauche. Ja, mal schnell. Viertelstunde noch. Ja, bleib mal ganz cool. Naja, Viertelstunde ist hier ungefähr eine Minute. Ah, ganz locker. Ich hab Schmerzmittel, sehe ich gerade. Und sieht man denn schon den roten Mond? Sieht man den schon? Was, einen roten Mond? Hm. Weiß ich nicht, kann sein. Weil normalerweise. Warte 51 mal, ist es. Behalte ich mal. Mit Papier, so zack. Was sind das hier? Alles Bogen? Das Nachtsichtgerät ist sinnlos. Wo sind die Pfeile? Sind auch drin, 250 Stück, Mann. Ach da, ich sehe es gerade. Achso, die Bögen gehen wohl kaputt, oder was? So, okay. Es geht los, liebe Freunde, es geht los. Wo? 22 Uhr. Ich hab grad einen dicken, fetten Schrei gehört, nur. Ja, da geht's los, da hinten. Die kommen aus Nordost. Aua. Oh Gott. Kommt von der völlig falschen Seite, die Arschlöcher. Ernsthaft? Das siehst du doch. Hinter dir, Mann. Wo bist du hin? Ich weiß doch gar nicht, wie man hier zielt, Alter. Mit dem Scheiß. Was denn, au? Der mich alt. Wieso kommen die nur von da hinten, nicht von der anderen Seite? Aber erstmal müssen sie rein. Im Haus sind sie schon drin. Beim Hunde alles drin. Aber die kommen anscheinend nicht hoch. Das Problem ist, dass hier jetzt die Fliegendinger noch rumfliegen. Was? Wo? Die Biene. Was denn? Au. Vor dir ist ein Zombie. Spinnzombie. Oh, dir? Ich bin runtergefallen. Wieso bist du runtergefallen? Ah, der hat mich runtergeschubst. Alter, das überlebe ich ja hier nicht, ne? Alter, fuck. Dann komm rein. Lauf rein, der rote Mond ist am Himmel. Ich sag doch, das... Ich bin tot. Ja, du kannst ja jetzt ein Bett spawnen. Ja. Und dann? Ja, ich bin im Haus, oder was? Nee, die sind alle vorm Haus im Prinzip verreckt. Aber mein Rucksack ist halt vorm Haus, ne? Ich seh's schon. Der kullert da zwischen den ganzen Zombies rum. Also rein kommt hier keiner, wie es aussieht. Durch die Metalltür. Das heißt, ich kann jetzt nur zu dir hochkommen, nackig. Mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Prinzip. Gucken, ob der Zombie hier, der da rumliegt, irgendwas drin hat, außer Holz. Nein.
So. Okay, ich glaube, wir haben die Horde sogar überlebt. Jetzt? Ich glaube wirklich. War nicht mal eine Stunde jetzt. Oh, kann ich mir nicht vorstellen. Wie komme ich jetzt hier raus? Nach unten. Muss die Stacheln halt weghauen, ne? Er geht halt durch die Stacheln durch. Ich geh durch die Stacheln durch. Geh dich durch die Stacheln durch. Du bist gerade durch die Stacheln durchgelaufen. Ich hab die kaputt gemacht, die Stacheln. Nein, die waren noch da. Nein, ich hab die kaputt gemacht. War noch da. Okay, wir haben die Zombie-Horde überlebt, glaube ich. Wo ist mein Rucksack? Ging ja noch, muss ich sagen. Oh, was? Ich will meinen Rucksack haben. Ja, hol dir doch. Wo denn? Stehst doch genau davor, du Blindschiff. Das gibt's doch gar nicht. Ich sehe hier nur Zombie-Massen. Aber kein Rucksack. Sammle. Ja, ich drück Dreieck, es passiert nichts. Boah, Alter, was ist denn das? Boah, ging ja noch. Wir haben es überlebt. Das habe ich jetzt natürlich, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Mein Rucksack ist nicht da. Ah! Ich höre noch was. Was? Bist du jetzt verreckt? Ja doch, glaube ich, verreckt. Komm nicht. Irgendwo ist da noch ein Zombie. Ich glaube nicht verreckt, ich bin in die scheiß Stacheln gelaufen. Ich zeig mir meinen Rucksack an, aber das geht nicht, weil der Zombie da drüber liegt. Hinter dir ist ein Zombie. Ich sehe doch nichts. Dann mach doch dein scheiß Nachtsichtgerät an. Du bist los, das ist im Rucksack drinne. So, mal so nebenbei. Warte. Wo ist er? Aua! Er schießt doch nicht auf mich, Alter! Ziehst mir voll Energie ab, Alter. Friendly Fires aus, kann also nicht sein. Doch. Ja, Friendly Fires aus, genauso wie Tag-Nacht-Zyklus ja so aus ist. Hier ist der Rucksack, der ist ganz woanders, wie er mir angezeigt wird. Lustig. Ach man. Ja, die Zombie-Horde haben wir überlebt, liebe Freunde. Das war's schon. Das, Wird jetzt schlimmer vorgestellt. Ich mir auch, ehrlich gesagt, bei den ganzen Weil Zombie-Massen, die wir schon so. Die kamen ja noch nicht mal annähernd irgendwie ran an uns. Ach so, deswegen bist du gestorben. Ja, ich bin runtergefallen. Dieses Krabbelvieh hat mich runtergeschubst. Spinnenviech. Ja, was mich wundert ist, da oben ist eigentlich auch eine Biene rumgeflogen. Ich finde die nicht. Auf jeden Fall muss ich ehrlich gestehen, ist mir das ja alles ein bisschen die Server-Einstellung und so weiter, ein bisschen, ein Dorn im Auge, Scheiße. Muss ich sagen. Scheiße. Sagen wir einfach, wie das ist. Richtig. Meine Handschuhe. Jo. Hallo. Ja, hallo. Ey, es ist so nervig. Was denn, hast du auch ich kann den Zombie Problem. Nicht looten. Ja, es geht mir auch gerade so. Irgendwie 5 Sekunden später reagiert's dann mal. Wenn überhaupt. Hallo? Du, bist du oben? Nö. Hä? Haben aber nicht viel weggerissen. Also geht.
Nee, die haben nicht. Na, die wollten halt alle hinten rein, hier hinten, ne? Mhm. Und wie du siehst an der Wand, da sind so ein paar Kratzer, ne? Oder? Mhm. Oder ist das Metall? Ja, nee, das ist ein Kratzer. Ja doch, die haben einiges weggerissen hier an Dings. An Holzstacheln. Ich weiß nicht, wie viel es hier. Das war ja einmal komplett außenrum, ne? Darfst du nicht vergessen. Ja, die kamen alle von hinten. Das, ja. Weißt du, was ich meine? Die wollten nicht vorne rein, sondern hinten. Durch den Hintereingang. Das macht's nicht auch nicht viel besser, ne? Nee. Ja, liebe Freunde. Aber trotzdem, durch diese nervigen Server-Einstellungen haben wir uns jetzt entschieden, dieses ganze Let's Play nochmal sozusagen neu zu starten. Kann man jetzt sagen, denn wir haben die Zombie-Horde. Beziehungsweise den Server. Ja, natürlich. Ja, verdutzt ausgedrückt. Alle wissen, was du meinst. Hoffe ich. Und ja. Sieht es nicht als schlimm, es geht ja trotzdem weiter, aber es geht halt nochmal von vorne los. Und warte mal, um jetzt nochmal zu zeigen, da oben ist der Blutmond irgendwo. Ja, sieht man nicht mehr. Super. Ja, wo denn? Wo ist denn der Mond? Ja, ich habe vorhin mal hingeguckt. Ich glaube, ihr habt es mitgekriegt, oder? Ich weiß nicht, ist der rot? Das habe ich noch nie drauf geachtet. Und dann auch hast du das erste Mal mitbekommen erst. Ja, da war rot. Die wurde hier ganz schön eingerannt. Ja? Also rein kamen sie nicht, wie ich das gesehen habe, ne? Zombies. Sind weiß ich, du bist da, davor schon verreckt. Ach so, nee, ja, klar. Nee, also die Stacheln waren noch da. Ach, hier, ich stehe genau unter dem roten Mond. Muss mal gerade nach oben gucken, dann siehst du den Mond. Ach, na eben. Cool. Der Blutmond. So ist der rot. Aber der wackelt. Ja, weil er sich bewegt, ne? Ja, der bewegt sich nicht normal, der. Ja, wie so ein Bild, sag ich mal, ne? Ja. Wenn du mal genau drauf achtest, dann stockt der. Das ist richtig. Sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Ja, und wie gesagt, wir haben jetzt vor, dieses Ding nochmal neu zu starten. Also wir eine ganz andere Rangehensweise. Wir haben uns zwar jetzt hier schon ein bisschen was gebaut, aber. Wir sehen so richtig wirklich, ja, lass uns mal da noch einen zweiten Zombie-Horde oder so kommen. Die Zeit ist viel zu schnell, die Zombies sind alle viel zu viel, muss ich ganz ehrlich gestehen. Noch irgendwann werden wir natürlich auch mal spielen. Irgendwann werden wir natürlich auch mal zocken. Mit mehreren. Hä? Mit normalen Einstellungen, aber jetzt zur Zeit ist es. Mit der Steuerung muss ich auch sagen, hier ist es alles ein bisschen kacke, dass man hier mit großartig. Wie oft ich hier vorbeihaue oder sonst irgendwas, was eigentlich normalerweise komisch ist, wenn ich genau auf den Kopf ziehe, dass ich vorbeihaue. Und naja, machen wir mal Nachtsicht an, aber dieses Nachtsichtgerät ist auch irgendwie Wumpe. Irgendwie kacke. Na, ist halt Grünlicht, ne? Ja, du siehst halt das, was. Ja, alles, was hell ist. Was eigentlich total falsch ist. Weil ein Nachtsichtgerät soll eigentlich das hervorheben, was dunkel ist und nicht was hell ist. Hm. Ne? Weil wie du siehst, das Licht wird hier hervorgehoben vom Haus. Ich gehe mal mehr ins Dunkle. Da was mich auch stört, ist dieser Grissel da drauf. Das ist normal bei Nachtsicht. Gut, der Felsen wird hervorgehoben, das ist aber auch falsch. Das ist nicht so besser als so. Naja. Okay, ja, also würde ich sagen. Nachtsicht, ja gut, besser als nicht unbedingt, aber. Und das Coole ist, wir haben noch einen dritten Mann, der noch mitspielt im nächsten Part. Der noch mit anfängt. Oh. Anfängt. Der fängt frisch an. Ja. Komplett frisch. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part, wenn wir nochmal neu beginnen. Nehmt es uns nicht übel, aber wir müssen die Server-Einstellungen nochmal alle vornehmen. Und ich hoffe, dass es die nicht wieder verstellt. Und das ist irgendwie komischer bei dem Spiel auf PS4. Und naja. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, du warst ja eigentlich dran. War ich das? Hm. Achso. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part beim Neustart zu dritt dann. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss. Tschüss.